Wird also interessant. Im Verein im Versuch, seit Jahren schon unter 30 zu laufen, aber irgendwann packt das. Er läuft in der Altersklasse M40 oder 45 mittlerweile. Aber jetzt gibt es erstmal so ein kleiner, lässig. Das ist der zweite Mann hinten, im fünften Dress. So, also die 285 führt hier vor der 228 und die im Ingo dazu von der 11. Runde. Erste von vier Runden ist geschafft. Also noch drei Runden sind zu absolvieren. Der Junge Hans kommt auch schon durch. Sport von Eckert. Da ist er. Kommt aus Ennigsdorf. Ja. Auch seit vielen Jahren schon in der Nachbarn dabei. Ja, wir hören natürlich auch im Team. Uns noch zwei Runden dafür. Von der Potsdam auch ein schneller Altersklassenläufer in der M50 läuft der 21. Nadine Schulz haben wir gerade gesehen hier. Die natürlich mittlerweile auch schon einen relativ großen Abstand hat. So Jungs, prima. Es läuft doch gut. Für euch ist Halbzeit hier angesagt. Noch zwei kleine Ründchen sind zu laufen. 1,8 Kilometer. Olaf Schmale geht auf seine letzten zwei Runden. Tobias Dombrowski lässt die Arme so ein bisschen immer hängen beim Laufen. Ja, also jeder hat seinen Laufstil. Gerade hier in den Altersklassen kann man nicht mehr nacharbeiten. Da ist es eben so, wie es ist. Und es funktioniert ja auch. Dr. Frank Reichel, Rot-Weiß-Tucho. Ich glaube, er war auf dem Treppchen, glaube ich, auch beim Rennsteiglauf, beim diesjährigen. Es geht in die letzte Runde für den Sportfreund hier vorne. So, dann müssen wir gleich den nächsten haben vom Zeppelin-Team. Wo ist er? Haben wir schon irgendwo gesehen? Da kommt er, jawohl! Also der junge Mann hier vom Zeppelin-Team mit der 228, zurzeit Zweitplatzierter, geht jetzt auch in die letzte Runde. Und für ihn natürlich auch die Glocke, die ich extra erworben habe für diesen Lauf hier. Aber wichtig ist, die Läuferinnen und Läufer spüren sie nachher. Hier ist der Drittplatzierte, Ingo Natzel. Komm, hopp, 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 hopp. Oh, jetzt hinten kommt man stark auf, aber halten. So, Achtung, hier ist der Nächste, der durchmarschiert. So, hier geht's noch weiter in die 118, auch für dich hier die letzte, die Glocke. Ab geht's in die letzte Runde. Und die 239 ebenfalls, letzte Runde. Jetzt müssen wir ein bisschen aufschauen. Aufpassen bitte, aufpassen. Thomas Altmann, auch für dich die letzte Runde. Hey, 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 hey
So, Rico Gebhardt, da kommt er mit der Startnummer 45. Er ist 19 Mal dabei. Einer von denen, die jetzt immer wieder dabei waren. Heute ist er mittlerweile der 19. Lauf. Und er hat sie alle absolviert. Jawohl. Schön. Ah, die hört man gerne, ja? Eine Runde noch. So, kommt doch mal alles aussacken, was da ist in der letzten Runde. Ihr seid trainiert. 20 Elfein, bis 285. Dann bericht mal der junge Mann. Mit der 228. Philipp Keil. Hier dann die. Ja, das nochmal. Komm hier rein. Und Stefan Ares. Uwe König, RSC, Wilhelmshorst. Rüdiger von Ares. Komm. Dann machen wir einen Aufklapp. Und Ingo, komm. Ja, komm. Zweitplatzierte Frau hier, 279. Maris Elin Buchhauser vom S. Ja, prima. Applaus immer kräftig, damit Sie merken, die waren hier.